Die Quizhelden. Wer kennt den Südwesten? Mit Jens Hübschen. Herzlich willkommen bei den Quizhelden im Südwesten. Schön, dass Sie zu Hause mit dabei sind. Und Dankeschön für den freundlichen Empfang hier im Studio. Auch heute muss man wieder ganz viel über den Südwesten wissen hier bei den Quizhelden. Und am Ende muss man sogar besser sein als unsere drei prominenten Experten. Und das sind heute Giovanni Zarella, Nathalie Lump und Guido Buchwald. Herzlich willkommen. Und wir haben wie gewohnt zwei Kandidatenteams. Auf dieser Seite sind es Conny und Julius aus Brockstadt in der Eifel. Mutter und Sohn sind sie und sie haben einen ganz außergewöhnlichen Beruf, denn sie sind Glockengießer. Und auf der anderen Seite haben wir zwei Damen vom ersten Frauen-Mofa-Club Deutschlands. Das sind Katrin und Jule aus Hauenstein. Herzlich willkommen. Die beiden Teams werden wir im Laufe der Sendung besser kennenlernen, aber passend zum Mofa oder auch zum Motorsport werden wir jetzt erstmal ein Qualifying hinlegen. Das ist unsere Schnellraterunde. In dieser Runde gibt es von mir jeweils zwei Fragen aus den drei Kategorien, die wir haben. Für jede richtige Antwort gibt es 5 Punkte. Und für alle 6 Fragen haben unsere Kandidaten nur 30 Sekunden Zeit. Teilt euch diese Zeit also gut ein. Die Regeln sind klar? Jawohl. Ja. Ja. Dann legen wir los mit der Schnellraterunde. Conny und Julius sind die Ersten, die spielen dürfen. Und die erste Kategorie ist Kultur und Medien. Giovanni Zarella hat da die richtigen Antworten. Willkommen nochmal, Giovanni. Und das ist die erste Frage bei den Quizhelden. Welche erfolgreiche TV-Serie startete 1994? Ist es A, die Fallas oder B, Forsthaus Falkenau oder C, die Schwarzwaldklinik? Die Zeit läuft. Conny und Julius sagen, es ist die Schwarzwaldfamilie, die Fallas. Wir können mal die Melodie zu dieser Serie hören. Und das ist welche Serie, Giovanni? Es ist tatsächlich richtig, gut angefangen, die Fallas. Sehr gut, gefällt mir. Klasse. Sehr erfolgreich hier im SWR-Fernsehen und sehr erfolgreich für euch, nämlich die ersten 5 Punkte. Ja, super. Super Einstieg und hier ist die zweite Frage aus dem Bereich Kultur und Medien. Welcher Comedian moderiert im Radio als Rocker vom Hocker? Auch hier haben wir 3 Antwortmöglichkeiten, nämlich Max Uthoff oder Tobias Mann oder Sven Hieronymus. Die Zeit läuft wieder. Sven Hieronymus. Na? Ja, drück. Conny und Julius sagen C. Und Julius war sich da sicher. Ja, ich meine, aus dem Radio schon öfters gehört zu haben. Giovanni, hat er das richtig gehört? Also, der gute Mann hat eine Radiosendung, das ist schon mal richtig. Und zwar heißt diese Rocker unter Strom. Die kommt morgens immer im Radio, sicherlich hast du die gehört. Er kommt aus Mainz und hat früher Musik gemacht, Rockmusik. Und er hört auf den Namen Sven Hieronymus. Richtig. Richtige Antwort. Der mit der langen blonden Mähne. Jawohl. Volle Punktzahl im Bereich Kultur und Medien. Giovanni, danke dir. Wir wechseln zu Essen und Trinken und damit zu der Sommelier Nathalie Lump. Auch dir nochmal herzlich willkommen. Danke. Du kennst die richtigen Antworten. Und ich habe die Frage. Im Saarland isst man den Sonntagsbraten gerne mit A. Eiszäpfchen, B. Schneebällchen oder doch C. Hagelkörnchen? Die Zeit läuft wieder. Ja, okay. Das war eine reine Rategeschichte bei euch. Ihr entscheidet euch für die Schneebällchen. Nathalie Lump hat die Antwort. Genau, das ist richtig. Die Kartoffelknödel. Ja. Gut geraten. Pures Raten und super. Super, klasse. Bislang alle Punkte abgeräumt. Vielleicht bleibt das bei der nächsten Frage auch so. Hier ist sie. Brauereien im Südwesten dürfen viele Biersorten herstellen, aber kein A. Alt, B. Kölsch oder C. Export. Die Zeit läuft wieder. Ja. Das war eine ganz schnelle Entscheidung. Kölsch, ja. Julius hat vorgesagt, Kölsch. Aber wusste ich auch. Mutter Conny wusste es auch. Wusste ich auch. Ja, Nathalie, was gibt's dazu zu sagen? Ja, stimmt. Also Kölsch ist geografisch geschützt und gibt's nur Köln und Umgebung. Ja. Passt. Genau. Also, ja. Wieder 5 Punkte für Conny und Julius. Es läuft perfekt. Danke, Nathalie. Wir kommen zu Sport und Gesundheit und damit zum Weltmeister Guido Buchwald. Auch dir nochmal herzlich willkommen. Und hier ist die erste Frage aus diesem Bereich. Hans-Jörg Feist aus Kirchentellinsfurt bei Tübingen konnte 2017 mehrere WM-Titel im Stacking gewinnen.
Worum geht es bei diesem Sport? Drei Antwortmöglichkeiten. Entweder Becher stapeln, Seilspringen oder Papierflieger werfen. Die Zeit läuft wieder. Ihr sagt A und Mama hat gesagt, mach. Und dann hat Julius gemacht. Guido Buchwald, was ist es? Also A, Becher stapeln ist es. Und das Deck kommt aus dem Englischen und heißt das Stapeln. Und Becher stapeln. Und mehr braucht man dazu nicht sagen. Also wieder richtige Antwort. Volle Punktzahl bislang. Wenn jetzt noch eine richtige Antwort kommt, dann legt ihr einen perfekten Start hin. Hier ist die letzte Frage in der Schnellraterunde für Conny und Julius. Bei welchem Verein begann 2003 Philipp Lahms Bundesliga-Karriere? Entweder beim 1. FC Kaiserslautern, beim VfB Stuttgart oder doch beim SC Freiburg? Die Zeit läuft wieder. Auch da wieder schnell entschieden. VfB Stuttgart. Mit welchem Verein verbindet man ihn heutzutage noch? Ja, den FC Bayern natürlich. Mhm. Und jetzt, da er aufgehört hat oder seine Profikarriere beendet, waren auch mehrere Berichte im Radio und Fernsehen gewesen. Und wenn ich mich da recht erinnere, war es auf jeden Fall Stuttgart gewesen. Guido Buchwald? Ja, absolut richtig. Der Philipp Lahm hat beim VfB Stuttgart angefangen. Wurde aber ausgeliehen von Bayern München, von den Amateuren. Und der Hermann Gerland war dort Trainer und der Felix Magath, der Trainer vom VfB Stuttgart, die waren befreundet. Und der Hermann Gerland hat gemerkt, dass der Philipp Lahm bei Bayern keine Chance bekommt und hat dann dem Felix Magath ihn empfohlen. Und so hat er 2003 für VfB Stuttgart gegen Hansa Rostock damals sein Debüt gemacht. Guido Buchwald, vielen Dank. Okay. Und wir halten fest, besser kann es nicht laufen, denn Conny und Julius haben die volle Punktzahl in dieser ersten Runde. 30 Punkte. Danke. So wird man Quizheld bei uns. Katrin und Jule waren vor der Sendung ein bisschen nervös. Ist es jetzt noch schlimmer geworden? Ja. Aber ihr könnt ja auch 30 Punkte machen. Das werden wir. Wir geben alles. Gut, dann legen wir mit eurer Schnellraterunde los und wieder mit dem Bereich Kultur und Medien und Giovanni Zarella, der die Antworten hat. Das ist die Frage. Welchen Helden der Madagaskar-Filmreihe liehen die Bandmitglieder der Fantastischen Vier ihre Stimmen? Waren das A, die Pinguine, die Mammuts oder die Erdmännchen? Die Zeit läuft. Da waren sie ganz nervös und wollten sofort einloggen. Daraus habe ich erkannt, dass ihr den Film gesehen habt. Ja, alle Teile. Ihr entscheidet euch für die Pinguine, seid euch sehr sicher. Giovanni, kannst du das bestätigen? Wir hoffen natürlich auf einen guten Einstieg bei euch. Ihr beiden habt ja schon ganz gut vorgelegt. Es sind die Fanta 4. Zum vierten Mal haben sie es schon gemacht und Pinguine heißen Kowalski, Private, Rico und Skipper. Und die vier Jungs haben den vier Pinguinen die Stimme verliehen. Richtige Antwort. Dann machen wir direkt weiter mit der zweiten Frage aus diesem Bereich. Der amerikanische Kinderbuchautor Eric Carle wuchs in Stuttgart auf und veröffentlichte 1969 den Kinderbuchklassiker A, die kleine Raupe Nimmersatt, B, der Räuber Hotzenplotz. Ihr wollt schon wieder drücken, ne? Ja. Wartet doch mal kurz auf C. Oder C, das kleine Gespenst. Die Zeit läuft. Ganz schnelle Finger. Die kleine Raupe Nimmersatt. Ja. Ihr kennt es in- und auswendig? Komplett. Meine Tochter ist jetzt 3 und ich habe das ihr im ersten Lebensjahr jeden Abend vorgelesen. Jeden Abend. Giovanni, was können wir dazu noch sagen? Ja. Eric Carle zog 35, also 1935 als 6-Jähriger von USA nach Stuttgart, also in unsere Ecke hier, in Guidos und in meine Ecke und blieb dort bis 52 und schrieb Die kleine Raupe Nimmersatt. Richtige Antwort. Und wir haben das Buch auch hier. Einmal für unsere Zuschauer zu Hause, also so sieht das Buch aus und alle jungen Eltern kennen es natürlich. Ich habe es als Kind aber auch schon gelesen. Wir auch. Ja, wir auch. Also das hat sich wirklich in den Kinderzimmern gehalten seit vielen, vielen Jahren. Auch für euch guter Einstieg, die zwei ersten Fragen und zwei richtige Antworten. Danke Giovanni. Danke sehr. Jetzt wieder Essen und Trinken mit Nathalie Lumm und mit dieser ersten Frage dazu. Grombaspatzen sind eine saarländische Spezialität und dafür braucht man hauptsächlich A. Birnen, B. Kartoffeln oder C. Reis. Die Zeit läuft wieder. Grombaspatzen.
Da sagen die beiden Mädels aus der Pfalz, das können ja nur die Kartoffeln sein. Krummbeere. Ja, wir kennen es unter Krummbeere. Oder die Krummbier oder die Krumper. Ja, aber Spatzen hört sich schon sehr klein an. Ja, aber das ist ja wie bei uns mit der Bubespätzle. Das ist ja auch so. Kann ja trotzdem aus Kartoffeln gemacht werden. Ob das stimmt, Nathalie? Die Mädels haben es perfekt beantwortet. Also, klar, das sind die Krummbeere und die sind jetzt so wie die Bubespitzle, so ein bisschen fingerförmig. Perfekt. Also richtige Antwort. Läuft auch für die beiden weiter gut. Zweite Frage im Bereich Essen und Trinken lautet: Welche Köstlichkeit wächst an den Hängen der Mosel und erlebt gerade eine kleine Renaissance? A. Weißer Gebirgsspargel. Oder B, roter Weinbergpfirsich. Oder C, goldene Moselkiwi. Die Zeit läuft wieder. Ihr nehmt den roten Weinbergpfirsich. Aber was wächst an der Mosel? Das ist ja die Frage, Nathalie Lump. Also schon die Römer haben den Weinbergpfirsich mitgebracht. Und es ist ja mittlerweile auch toll warm. Also wir haben Klimawandel und jetzt werden sie noch besser. Also richtige Antwort. Das ist ja hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen. So haben wir das gerne bei den Quizzellen. Danke, Nathalie Lump, Guido Buchwald, Sport und Gesundheit, die nächste Kategorie. Und dazu habe ich folgende Frage. Mit welchem Satz stellte sich Jürgen Klopp bei einer Pressekonferenz in Liverpool als Trainer vor? A. I'm the normal one. Oder B. I'm the loud one. Oder C. I'm the special one. Die Zeit läuft wieder. Da hat Jule gelacht, als die Frage kam. Ja, ich meine, ich habe es gesehen. Aber ich meine, I'm the loud one könnte ja auch sein. Aber ich meine, er hat sich darauf besinnt, dass er einfach einer von den Normalen ist und damit auch seine Strategie so fahren möchte. Denke ich mal, das könnte die richtige Richtung sein. Guido, was hat er gesagt und warum hat er das gesagt? I'm the normal one hat er tatsächlich gesagt. Und es ist absolut richtig, also A. Und er hat es einfach gesagt, weil der José Mourinho einmal gesagt hat, I'm the special one. Okay. Weil es war ein Trainer, der Mourinho, der immer so ein bisschen spezial sein möchte. Und da hat der Klopp, schwäbisch wie er ist, der kommt aus dem Schwaben, hat er gesagt, I'm the normal one. Ganz simpel und einfach. Perfekte Antwort von Katrin und Jule. Und jetzt noch mal 5 Punkte gleich dazu, dann habt ihr auch die volle Punktzahl in der ersten Runde. Kommt auch nicht so häufig vor hier bei den Quizzellen. Hier ist die letzte Frage in der Schnellraterunde. Der Pollenflug, welcher Pflanze macht Heuschnupfengeplagten auch im Südwesten als erster im Jahr zu schaffen? Ist es A, die Buche oder B, die Hasel oder C, Roggen? Die Zeit läuft wieder. Und ihr entscheidet euch für B, Hasel. Guido, wie sieht's aus mit der Antwort? Hasel ist absolut richtig, so früh wie noch. Eigentlich sensationell. Gratulation. Also, Dankeschön, Guido. Das wird ein heißes Rennen heute hier bei den Quizhelden. Also ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir schauen auf den Zwischenstand nach der Schnellraterunde. Wir kennen ja bekanntlich nur ein Gas, das Vollgas. Ihr kennt nur ein Gas, Vollgas, genau. Cornelia und Julius haben 30 Punkte und Katrin und Jule haben ebenfalls 30 Punkte. Und mit diesem ausgeglichenen Punktestand geht es in die nächste Runde und das ist unsere Duellrunde. In der Duellrunde spielen unsere Kandidaten dann jetzt gegeneinander. Sie müssen Punkte sammeln, denn wer am Ende der Duellrunde vorne liegt, der kommt ins Finale und hat da die Chance auf 2.500 Euro. Und das erste Spiel in der Duellrunde spielen wir jetzt. Es heißt wirklich wahr und ich habe 5 Behauptungen, die entweder wirklich wahr sind oder eben frei erfunden. Das müssen unsere Kandidaten jetzt einschätzen. Für jede richtige Einschätzung gibt es 5 Punkte. Und unsere Kandidaten haben dafür 5 Sekunden Bedenkzeit. Sie spielen gleichzeitig und es geht los mit der ersten Behauptung. In Stuttgart wohnten 2016 mehr Männer als Frauen. Ist das wirklich wahr? Die Zeit läuft. Ja. Nee, nur mal. Beide Teams glauben, die Behauptung ist wahr und das stimmt auch. Die Behauptung ist richtig. Es waren ungefähr 1112 mehr Männer als Frauen in Stuttgart im Jahr 2016. Nächste Behauptung. Die Blumeninsel Mainau im Bodensee gehört dem österreichischen Staat. 5 Sekunden Bedenkzeit ab jetzt. Auch
da sind sich unsere beiden Teams wieder einig. Katrin und Jule sagen genauso wie Cornelia und Julius, dass die Behauptung falsch ist. Und diese Behauptung ist falsch. Genau. Also war eure Einschätzung richtig, denn die Insel Mainau gehört der schwedischen Adelsfamilie Bernadotte, die auch dort lebt. Mittlerweile ist es eine GmbH, die diese Insel besitzt und auch das schwedische Königspaar gehört zu dieser Familie Bernadotte. Wir kommen zur nächsten Behauptung. Läuft weiter gut für unsere Kandidaten, volle Punktzahl. Hier ist die Behauptung. Elvis Presley war als Soldat in Kaiserslautern stationiert. Stimmt das? 5 Sekunden ab jetzt. Und jetzt haben wir den Fall, dass die Kandidaten was Unterschiedliches getippt haben. Wer jetzt richtig liegt, der führt mit 5 Punkten. Und das können schon die 5 Punkte sein, die einen vielleicht ins Finale tragen. Ja. Wenn es weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen bleibt. Die Behauptung ist falsch. Und damit habt ihr es richtig eingeschätzt, Conny und Julius. Denn er war zwar in Deutschland stationiert, aber eben nicht in Kaiserslautern. Von 1958 bis 1960 war er in Friedberg in Hessen stationiert und er lebte in Bad Nauheim. Und in Kaiserslautern war er nicht. Also, kleiner Vorsprung für euch. Ich habe aber noch 2 Behauptungen. Hier ist die nächste Behauptung. Die Autobahn A6 führt durch das Saarland, durch Rheinland-Pfalz und durch Baden-Württemberg. 5 Sekunden Bedenkzeit ab jetzt. Die A6 geht durch alle 3 Bundesländer. Ja. Beide Teams sagen, das ist wahr. Und die Behauptung stimmt. 5 Punkte für beide Teams. 430 Kilometer von der deutsch-französischen Grenze rüber bis zur bayerisch-tschechischen Grenze. Einmal durch alle 3 Bundesländer. Also korrekt. Wir haben die letzte Behauptung in unserem Spiel wirklich wahr. Auch im Südwesten ist es verboten, eine Bananenschale im Wald ins Gebüsch zu werfen. 5 Sekunden Bedenkzeit ab jetzt. Auch im Südwesten ist es verboten, eine Bananenschale im Wald ins Gebüsch zu werfen. Katrin und Jule sagen, das ist wahr. Cornelia und Julius sagen ebenfalls, das ist wahr. Und die Behauptung stimmt und unsere Kandidaten bekommen 5 Punkte. Denn es dauert 5 Jahre, bis so eine Bananenschale verrottet. Und deswegen darf man die nicht in den Wald schmeißen. Beide Teams haben gut gespielt. Wir haben nach diesem Spiel folgenden Zwischenstand. Cornelia und Julius haben 55 Punkte und Katrin und Jule haben 50 Punkte. Cornelia und Julius führen also und gehen mit 5 Punkten Vorsprung ins nächste Spiel. Dieses Spiel kommt jetzt. Total regional heißt es und da dürfen Conny und Julius anfangen zu spielen. Ich habe schon gesagt, ihr beide habt einen außergewöhnlichen Beruf. Ihr seid Glockengießer. Wie groß ist die größte Glocke, die ihr je gegossen habt? Ja, die größte, die hat ein Gewicht von 7,5 Tonnen gehabt. Und die ist dann auch so gut 2,5 Meter hoch. 2,2 Meter im Durchmesser. Also das ist aber dann auch wirklich so, ich sag mal so bis 8,5 Tonnen, das ist das Maximum, was wir können. Mhm. Und wo darf die heute läuten? Die hängt in Neheim-Hüsten, bei Arnsberg im Sauerland. Mhm. Okay. Was ist der spannendste, der schönste Moment beim Glockengießen, Conny? Also wo wird es richtig prickelig für euch als Glockengießer? Für mich ist der absolut spannendste Moment, wenn sie ausgepackt und geputzt ist und ich den Ton prüfe, ob das, was ich vorher berechnet habe, auch wirklich stimmt. Mhm. Schöner Beruf, den ihr habt und ich wünsche euch weiter viel Spaß mit der Glockengießerei. Jetzt seid ihr dran, ihr habt die Wahl, ihr liegt 5 Punkte vorne und deswegen habt ihr jetzt die Wahl. Wir haben 2 Kategorien, die wir euch anbieten können bei Total Regional. Die erste Kategorie heißt Mundart, die zweite Essen. Was liegt euch mehr? Essen. Wir essen gerne, wir nehmen Essen. Ihr nehmt Essen, obwohl ich ja schon gemerkt habe, dass ihr in der Mundart, zumindest in der Eifler Mundart, gut unterwegs seid. Ja, das... Aber wir haben eine Frage zum Thema Essen. 10 Punkte sind drin bei dieser Frage. Traditionelle Schwarzwälder Striebli werden A. in heißem Fett ausgebacken oder B. als Suppeneinlage verwendet oder C. über Tannenholz geräuchert. 10 Sekunden Bedenkzeit ab jetzt. Die Spritzen, das sind diese langen Dinger, die Teigdinger, die frittiert werden. Aber ich schätze Fett aus. Suppeneinlage.
Jetzt. Ihr habt euch entschieden für A, in heißem Fett ausgebacken. Wie stellt ihr euch die Stribli vor? Naja, wie so ein Teig, vielleicht so ein bisschen langgezogen, der dann frittiert wird, irgendwie so. Ja, im Fett dann halt ausgebacken wird. Überdimensionale Spätzle. Okay. Also ich kann sagen, Antwort A ist richtig. Oh, und auch, wie Sie es erklärt haben, ist gar nicht so verkehrt. Wir können uns mal anschauen, wie die Stribli perfekt gemacht werden. Johannes Möller zeigt uns das. Für den süßen Nachtisch wird aus Backpulver, Mehl, Milch, Zucker und Ei ein lockerer Teig gemischt. Kleiner Trick: Mit einem Trichter und einem Holzlöffel lässt sich der Teig ganz einfach dosieren. Zum Ausbacken eignet sich Erdnuss- oder Rapsöl. Nach wenigen Minuten den Teig einmal umdrehen, bis er von beiden Seiten knusprig braun ist. Kurz abtropfen lassen und dann nur noch mit lecker Puderzucker verfeinern. Und fertig ist das Schwarzwälder Stribli. Und das Schwarzwälder Stribli bringt Conny und Julius 10 Punkte. Katrin und Jule sind jetzt dran. Ihr habt den ersten Frauen-Mofa-Club Deutschlands gegründet. Das sind die Zündkatzen. Warum dürfen Männer bei euch nicht mitfahren? Männer dürfen bei uns mitfahren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber in unserer Gemeinschaft haben wir beschlossen, dass wir einen Mofa-Club nur für Frauen machen, denn Männer-Mofa-Clubs gibt es en masse und zuhauf. Und von daher haben wir gesagt, wir machen nur was für die Mädels. Würden die Männer denn stören? Ich glaube nicht, nö. Aber wir wollen halt auch mal quasi, also wir machen ja, wir haben ein Hobby und wir sind trotzdem einfach Freundinnen, die sich treffen. Und das wegen, also ich glaube, Männer haben nicht so Interesse dran, über Schuhe zu sprechen, was wir trotzdem tun, und Sekt zu trinken, was wir auch trotzdem tun. Also wir sind Frauen mit einem verrückten Hobby. Und dann macht ihr gemeinsame Ausflüge und ihr habt sogar ein eigenes Lied schon veröffentlicht. Ja. Wir können mal reinhören in den Zündkatzen-Song. Der Zündkatzen-Song. Wow. Das begeistert auch den Musiker in der Runde. Wow. Ne? Wirklich toll. Also die Mädels haben es nicht nur auf dem Mofa drauf, sondern auch musikalisch. Wir geben uns Mühe. Jetzt seid ihr gefordert. Wir haben nämlich noch eine zweite Kategorie. Und diese Kategorie ist Mundart. Und auch für euch sind 10 Punkte drin. Mhm. Und die Frage, die kommt direkt aus dem Schwabenland. Hallo, ich bin der Lukas und hier ist mal eine Frage an euch. Ein Viertelschlotzer gibt's garantiert in jedem schwäbischen Gasthaus. Als Viertelschlotzer bezeichnen wir Schwaber A, den Küchenchef, B, den Gastwirt oder C, den Weintrinker. Wen nennt man einen Viertelschlotzer? 10 Sekunden Bedenkzeit ab jetzt. So von wegen ein Viertele und ein Wein, ja, habe ich da rausgehört. Ne? Ja, Schlotzer. Die richtige Antwort ist C. Schön verwirrt. Und genauso wie ihr es gesagt habt, also das Schlotzen steht für Lutschen oder auch für genüsslich Trinken. Und das Viertele ist eben das Viertele, also das Viertele Wein trinken. Gut, neuer Zwischenstand nach dem Spiel Total Regional. Cornelia und Julius führen weiterhin mit 5 Punkten, haben 65 Punkte und Katrin und Jule haben 60 Punkte. Ihr müsst dranbleiben. Also reißt euch zusammen, wir kommen zum nächsten Spiel. Schnappschuss heißt es, jetzt spielt ihr wieder gleichzeitig. Für Schnappschuss haben wir Peter losgeschickt. Er fotografiert für uns eine Sehenswürdigkeit und hat 3 Hinweise zu dieser Sehenswürdigkeit. Und wir zeigen danach dann 3 mögliche Fotos zur Auswahl, was er fotografiert hat. Unsere Kandidaten müssen erkennen, um welches Foto es sich handelt und bekommen für die richtige Antwort 20 Punkte. Bitte, Peter. Hallo und Glück auf. Mein Name ist Peter Lei und ich stehe hier vor einer wirklich tollen Sehenswürdigkeit, die ich gleich fotografieren werde. Vorher gebe ich Ihnen noch 3 Hinweise. Erstens, dieses Denkmal ist nicht nur ein Kunstwerk, sondern lädt auch zum Begehen ein. Zweitens, 30 Meter ragt es in die Höhe. Drittens, es erinnert an die bewegte Vergangenheit des Steinkohlebergbaus im Saarland.
Was habe ich eben für Sie fotografiert? Wir haben drei Fotos zur Auswahl. Was hat Peter fotografiert? Da sehen wir die drei Fotos. Und nochmal die Hinweise, es ist ein begehbares Denkmal, es ist 30 Meter hoch und es erinnert an den Steinkohlebergbau im Saarland. 10 Sekunden Bedenkzeit ab jetzt. Es ist... Ja, doch, das dahinter wurde noch nicht. Das Ding hängt halt von der Autobahn. Ne? Ja. Katrin und Jule sagen B, genauso wie Cornelia und Julius. Also die gleiche Antwort von beiden. Antwort A ist Tiger and Turtle, eine Art begehbare Achterbahn in Duisburg. Ist es nicht. Bild C ist der Tetraeder in Bottrop. Ist es auch nicht. Und richtig ist Bild B, nämlich das Saarpolygon im Saarland in Ensdorf, eröffnet 2016. Richtige Antwort. Und Peter zeigt uns, warum es sich lohnt, da vorbeizuschauen. Ich stehe hier auf dem Plateau der Bergehalle in Ensdorf vor dem Saarpolygon. Auf die Perspektive kommt es an. So soll die Stahlgitterkonstruktion an das klassische Bergbausymbol erinnern und damit an 250 Jahre Bergbau im Saarland. Wechselt man die Perspektive, erkennt man das sogenannte Tor in die Zukunft. Und von oben hat man einfach einen atemberaubenden Blick auf das wunderschöne Saarland der Gegenwart. So sieht das aus beim Saarpolygon. Und bei uns ist es richtig spannend. Wir haben einen neuen Zwischenstand. Cornelia und Julius haben 85 Punkte und Katrin und Jule haben 80 Punkte. Sind immer noch 5 Punkte hinten dran. Aber jetzt entscheidet sich, wer ins Finale einziehen wird, hier bei den Quizhelden. Und wer dann schon mal 1.000 Euro sicher hat und im Finale bis zu 2.500 Euro gewinnen kann. Wir spielen das letzte Spiel in der Duellrunde. Ergänze die Reihe, heißt es. Und jetzt zeige ich den Kandidaten eine Reihe von 5 Bildern, eine Fünferreihe, in der aber nur 4 Bilder enthalten sind. Und dann gibt es eine Frage von mir und 3 Antwortmöglichkeiten. 3 Bilder, die diese Reihe ergänzen können. Und das müssen die Kandidaten zuordnen. Und wenn ihr das richtig macht, dann gibt es dafür 10 Punkte. Und wir spielen dieses Spiel insgesamt 3-mal, sodass 30 Punkte noch zu holen sind. Es ist ein Buzzerspiel. Das heißt, für Katrin und Jule, buzzern nach Möglichkeit schneller als die Gegner, als Conny und Julius, damit ihr euch die 10 Punkte einsackt. Wenn es aber falsch ist, seid ihr blockiert. Und dann darf nämlich das zweite Team noch in Ruhe 5 Punkte abräumen, vielleicht. Ja. Das sind die Regeln. Ergänze die Reihe. Wir fangen an mit der ersten Frage. Welcher Flughafen fehlt in der Reihe der Passagierzahlen? Da haben wir als erstes den Flughafen Saarbrücken. Dann den Flughafen Friedrichshafen, dann fehlt einer, dann kommt Frankfurt-Hahn und als letztes Stuttgart. Und welcher fehlt? Ich habe 3 zur Antwortmöglichkeit, nämlich Mannheim, Lahr und Karlsruhe-Baden-Baden. Und ihr buzzert, wenn ihr es wisst, und dann schiebt bitte den hoch, Katrin und Jule, von dem ihr glaubt, dass es ist. Karlsruhe-Baden-Baden? Größer als Friedrichshafen? Ja? Also Friedrichshafen hat über 500.000 Fluggäste jedes Jahr. Ja. Ja? Das ist schon viel, ne? Karlsruhe-Baden-Baden. Ja, hat Mannheim. Ne? Karlsruhe-Baden-Baden hat über 1 Million und die Antwort ist richtig. Oh. Ihr zieht vorbei. Ihr zieht mit 5 Punkten vorbei. Jetzt seid ihr hinten dran. Nächste Frage. Welcher im Südwesten geborene Fußballer fehlt nach seinem Alter in der Reihe? Als erstes in dieser Reihe ist Sepp Herberger. Dann sehen wir Uli Hoeneß. Dann Jürgen Klinsmann. Dann fehlt einer. Und dann kommt André Schürrle. Und wer fehlt denn in dieser Reihe nach dem Alter sortiert? 3 Antwortmöglichkeiten, nämlich entweder Mario Gomez, Mesut Özil oder Lothar Matthäus. Was sagt, wenn ihr es wisst? Conny und Julius dann auch schnell entscheiden. Nee. Oh. Ja, jetzt sind wir drin. Ne? Jetzt ist eingeschoben. Conny sagt Lothar Matthäus. Ja. Vom Alter her? Alter? Ja, ja. Lothar Matthäus kommt aus Erlangen.
Es ist falsch. Er ist nicht im Südwesten geboren. Das heißt, ihr seid jetzt blockiert und ihr dürft für 5 Punkte euch für einen entscheiden. Bitte jetzt direkt entscheiden. Zügig. Ihr müsst erst buzzern, bitte. Ach so. Genau, dann seid ihr am Zug und jetzt könnt ihr hochschieben. Und ihr sagt Mario Gomez. Wir kennen uns überhaupt mit Fußball. Wir können Mofa fahren, aber mit Fußball. Also geraten. Ja, ja, also ich kenne den Mario Gomez so, aber den Mesut Özil. Der dürfte jetzt, also zwischen Klinsmann und, also da ist Ja. Er muss halt im Südwesten geboren sein, das ist halt wichtig. Ja, das wissen wir nicht. Mesut Özil ist in Gelsenkirchen geboren und Mario Gomez ist im Südwesten geboren. Richtige Antwort, 5 Punkte. Es ist ja noch nichts passiert. Jetzt seid ihr nämlich 10 Punkte vor und ihr seid 10 Punkte hinten. Und das heißt, wir haben ja noch mal 10 Punkte. Also ihr könnt es noch ausgleichen mit der letzten Frage. Hier ist die letzte Frage in der Duellrunde, die vielleicht entscheidet, wer ins Finale einzieht. Welches Wort fehlt in dieser Songtextzeile? Der Songtext beginnt mit "Es gab", dann kommt "eine Zeit", dann wieder "eine Zeit", dann "voller", und ihr denkt dran, ihr müsst buzzern, ja? Dann kommt ein Fragezeichen und jetzt gibt es 3 Antwortmöglichkeiten, nämlich Gemeinheit, Aufrichtigkeit, Zärtlichkeit. Ruckzuck gebuzzert die Damen, Katrin und Jule, und ihr habt genommen? Zärtlichkeit. Was soll denn das für ein Lied sein? Guido hat euch lieb. Guido hat euch lieb? Ja. Gildo hat euch lieb. Singen können wir, das wissen wir. Hier kommt der Song, wir hören mal rein. Es gab eine Zeit voller Zärtlichkeit. Die Antwort ist richtig. Katrin und Jule machen auch diese 10 Punkte. Und damit haben wir vor dem Finale diesen Zwischenstand. Katrin und Jule haben jetzt 105 Punkte und Conny und Julius haben 85 Punkte. Und das heißt, wir müssen uns von Conny und Julius leider verabschieden. Ja. Ihr wart tolle Kandidaten. Danke fürs Mitspielen. Danke. Kommt gut zurück in die Eifel und weiter viel Erfolg mit der Glockengießerei. Dankeschön. Ja, danke. Und der Glückwunsch geht an Katrin und Jule. Sie stehen im Finale bei den Quizzellen. Nach einem großen Kampf lange hinten, jetzt dann doch vorne. Nicht aufgegeben. Damit habt ihr 1.000 Euro sicher und könnt jetzt im Finale noch mal 1.500 Euro dazu gewinnen, wenn alles klappt. Ja, super. Aber ihr habt neue Gegner und die sind ebenfalls sehr stark. Denn Giovanni Zarella, Nathalie Lump und Guido Buchwald sind jetzt in ihren Kategorien gefordert. Die müssen jetzt wirklich alles geben. Und ich habe in jeder Kategorie jeweils 3 Fragen. Und wer von diesen 3 Fragen mehr richtig beantwortet, der gewinnt die Kategorie und gewinnt dann auch noch 500 Euro. Unsere Experten spielen für den guten Zweck, für die Kinderhilfsaktion Herzenssache. Und ihr spielt für euch. Toi, toi, toi. Ihr spielt auch für einen guten Zweck. Wir spielen auch für einen guten Zweck, ja. Ja, für was spielt ihr? Wir spielen heute für die kleine Stella. Das ist die Cousine von einer von unseren Mofa-Mädels, von der Mona. Und die sitzt im Rollstuhl und die braucht ganz dringend einen Rollstuhllift. Und der kostet 22.000 Euro und die Krankenkasse finanziert leider nur 4.000 Euro. 18.000 bleiben übrig und wir sind fleißig am Sammeln und dafür heute hier. Dann hoffen wir, dass ein bisschen Geld zusammenkommt. Wir legen los mit dem Finale bei den Quizhelden. Es beginnt mit Kultur und Medien, also Giovanni Zarella ist der Erste, der gefordert ist. Bei den Nibelungenfestspielen in Worms gibt es auch 2017 wieder eine Uraufführung. Welchen seltsamen Namen hat dieses Stück? Heißt es Eis Siegfried der Normanne oder B Sturm Siegfried der Seefahrer oder C Glut Siegfried von Arabien? 10 Sekunden Bedenkzeit ab jetzt. Eis, Sturm oder Glut? Giovanni hat lange gebraucht für die Antwort. Ja, das ist richtig. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Warum nicht? Ich habe wirklich geraten. Also ich habe es in diesem Bereich kannte ich mich überhaupt nicht aus. Katrin und Julia waren schnell mit der Antwort A. Die korrekte Antwort ist C. Giovanni hat recht.
Glut, Siegfried von Arabien. Es gibt ja schon länger moderne Aufführungen der Nibelungen bei den Nibelungenfestspielen. Und das ist der dritte Teil einer Trilogie und heißt eben Glut, Siegfried von Arabien. Also Siegfried trifft quasi Lawrence von Arabien, kann man sagen. Erster Punkt für dich. Giovanni, wenn du den zweiten auch noch machst, hast du die Kategorie gewonnen. Hier ist die zweite Frage. Karl Lemmle wanderte 1884 vom schwäbischen Laupheim in die USA aus und wurde dort zum Mitbegründer entweder A, des Spielerparadieses Las Vegas oder B, der Filmmetropole Hollywood oder C, des Theaterviertels am Broadway. 10 Sekunden ab jetzt. Karl Lemmle aus dem Schwabenländle. Was hat er begründet? Giovanni Zarella sagt, das Spielerparadies Las Vegas, da würdest du auch gut hinpassen. Ja. Würde ich sagen, ja. Kann mir schon vorstellen, wie du da ein bisschen emotional. Ich habe mich emotional ein bisschen mitleiten lassen jetzt gerade. Katrin und Jule sagen B und Recht haben Katrin und Jule. Stimmt. Das heißt, spannender kann es nicht sein, diese Kategorie entscheidet sich über eine Schätzfrage. Wer näher dran liegt, gewinnt die 500 Euro. Hier ist die Schätzfrage. Wie viele Stufen führen auf die höchste Aussichtsplattform des Ulmer Münsters? 10 Sekunden Bedenkzeit ab jetzt. 5, Giovanni, schreiben. Wie viele Stufen führen hoch? Ich weiß, wie hoch der Ulmer Münster ist. Ihr seid nah zusammen. Die richtige Antwort ist 768. Und damit gewinnt Giovanni. Bei 162 Metern, 4 Stufen pro Meter. Ja, ihr habt bislang Beine super gespielt und ihr könnt ja noch 1.000 Euro noch draufpacken im Finale. Aber die ersten 500 Euro im Finale gehen an die Kinderhilfsaktion Herzenssache, an unsere Experten. Wo geht das Geld hin? Wir haben uns ein schönes Projekt ausgesucht, Kunst baut Brücken. Da gibt es Workshops im Bereich Musik, Medien und Kunst für minderjährige Flüchtlinge. Und das Ganze, um traumatische Erlebnisse der Vergangenheit zu verarbeiten und Ziel ist es auch jetzt, eine nachhaltige Integration für diesen jungen Flüchtlinge zu schaffen. Also eine sehr schöne Sache. Wichtige Aktion, die mit 500 Euro jetzt unterstützt wird, dank der richtigen Antwort von Giovanni Zarella. Er lag näher dran. Willkommen zu Nathalie Lump und Essen und Trinken. Und auch die hat gehörigen Respekt im Blick, das sehe ich. Ja, ich bin total nervös. Gut. Erste Frage. Eine deftige Spezialität aus Rheinland-Pfalz ist der Hunsrücker. A. Brandnudeltopf. B. Kohlenauflauf. Oder C. Aschenbraten. 10 Sekunden ab jetzt. Klingt alles ziemlich verbrannt. Wir haben weiter an den Schwenkbraten gedacht, ne? Schinderhannes-Spieß. Also mit Spieß hat es gar nichts zu tun. Nee, aber jetzt. Gar nichts, wirklich. Es hat was mit Alufolie zu tun. Da wird es eingewickelt und dann wird es in Asche gelegt. Es ist der Aschenbraten. Ja. Richtige Antwort. Bei uns macht man das mit der Kartoffel. Zweite Frage aus dem Bereich Essen und Trinken. Den Ulmer Spatz, ein Wahrzeichen der Stadt, gibt es auch als A. Laugengebäck, B. Geflügelwurst oder C. Apfelsorte. Wieder 10 Sekunden Bedenkzeit. Ich hätte gern 100 Gramm Ulmer Spatz, geschnitten oder am Stück. Oder liegt der Ulmer Spatz neben dem Boskop und neben dem Granny Smith? Beide sagen Laugengebäck. Man kann ihnen nichts vormachen. Laugengebäck ist richtig. Auch hier entscheidet eine Schätzfrage. Hier ist sie. Wie viele Kilo wog 2016 der Siegerkürbis bei den in Ludwigsburg ausgetragenen deutschen Meisterschaften im Kürbiswiegen? 10 Sekunden Bedenkzeit ab jetzt. Wie viel Kilo hat er wohl, der Riesenkürbis? Katrin und Jule sagen 700 Kilo. Nathalie Lump sagt 300 Kilo.
In der Zeitung sieht man die jedes Jahr, ja, ne? So Bilder, Riesendinger. Ja. Aber was wiegen die? Keine Ahnung. Ah. Wenn das ja, halt wir, können ja, wir können uns den Kürbis ja mal anschauen, wie groß der ist. Oh. Ja, den habe ich in der Zeitung gesehen. Die richtige Antwort ist 901 und damit gewinnt ihr diese Kategorie. Wahnsinn! Nee, irre. Wow. Der Jens macht uns aber auch nervös. Der Jens. Wow. Und es war noch zu wenig, was ihr getippt habt. Noch 200 Kilo drunter. Ah, du 500 machst Euro aber für auch euch. Nervös. Entschuldigung. Ja, aber ihr habt 500 Euro erspielt, jetzt dazu 1500. Schon. Und vielleicht kommen doch mal 500 obendrauf. Klasse. Und wenn Sie sagen, Mensch, das möchte ich auch mal erleben hier bei den Quizhelden, möchte auch mal hier stehen und mitspielen oder auch im Publikum sitzen, im Internet finden Sie bei uns dazu die entsprechenden Informationen. Wir kommen zur letzten Kategorie und damit zu Sport und Gesundheit. Guido Buchwald ist sportlich hoch motiviert und will das natürlich jetzt gewinnen für die Kinderhilfsaktion Herzenssache. Hier kommt die Frage. Welches Formel-1-Rennen wurde noch nie auf dem Nürburgring ausgetragen? A. Der große Preis von Europa oder B. Der große Preis der Niederlande oder C. Der große Preis von Luxemburg? 10 Sekunden Bedenkzeit ab jetzt. Das müssen ja eigentlich die Zündkatzen wissen als Motorexperten. Katrin und Jule, die Zündkatzen sagen A, der große Preis von Europa. Guido Buchwald hat sich für B entschieden, für den großen Preis der Niederlande. Guido, warum? Niederlande ist mir so vom Kopf her einfach nicht geläufig. Also Luxemburg fand schon mal statt auf dem Nürburgring. Ist ja auch entsprechend nah dran. Es gibt aber den großen Preis der Niederlande. Allerdings nicht am Nürburgring, sondern in Zandvoort. Insofern hat Guido Buchwald recht. Es ist B. Guido Buchwald führt mit 1:0. Katrin und Jule wollen ausgleichen bei der nächsten Frage. Im Mai 2017 trafen sich hunderte von Sportlern aus 16 Nationen im badischen Dettenheim-Liedolsheim zur Mannschafts-WM im entweder Minigolf oder Sportkegeln oder Nordic Walking. 10 Sekunden ab jetzt. Entweder gleichen die Mädels aus, Katrin und Jule, oder Guido Buchwald gewinnt diese Kategorie. Guido Buchwald sagt Minigolf, Katrin und Jule sagen Sportkegeln. Beide schließen Nordic Walking aus und Nordic Walking ist falsch. Hey. Die richtige Antwort ist also dabei. Wenn jetzt Katrin und Jule richtig liegen, dann ist es unentschieden. Wir haben uns halt gedacht, das wäre so national. Und A ist nicht die richtige Antwort, sondern B. Und damit geht der Punkt an Katrin und Jule. Wir machen es echt spannend. Oh Gott. Guido, so hast du es gern, ne? Nochmal Verlängerung. Genau. Ne? Quasi Elfmeterschießen jetzt. Okay, da hast du ja auch schon glänzen können. Ja. Wir kommen zur Schätzfrage in der Kategorie Sport und Gesundheit. Die entscheidet, wer die 500 Euro gewinnt. Hier ist die Schätzfrage. In welchem Jahr wurde der legendäre Skiclub Hinterzarten gegründet? 10 Sekunden ab jetzt. Ich brauche eine Jahreszahl. Gerne mit 16, 17, 18, 19 oder 20 davor, damit wir wissen, in welchem Jahrhundert wir sind. Katrin und Jule haben sich für 1960 entschieden. Ein Raunen geht durchs Publikum. Guido Buchwald hat sich für 1950 entschieden. Also das Publikum sagt, oh, wer gewinnt jetzt diese Kategorie, weil er näher dran ist an der richtigen Jahreszahl. Also ich kann sagen, 1900 stimmt. Ja? 1900 irgendwas. Aber früher war und es ist 1923 und damit ist Guido Buchwald näher dran, gewinnt die Kategorie und nochmal 500 Euro für die Kinderhilfsaktion Herzenssache. Aber ihr, Katrin und Jule, seid heute unsere Quizhelden. Ihr gewinnt 1500 Euro für die Zündkatzen, für die Nichte. Herzlichen Glückwunsch. Und unsere prominenten Experten gewinnen 1000 Euro für die Kinderhilfsaktion Herzenssache. Danke Giovanni Zarella, Nathalie Lump und Guido Buchwald. Und Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren die Quizhelden für heute. Denken Sie dran, auch kleine Taten machen große Helden. Bis demnächst. Tschüss.
Unsere Quizhelden, Katrin und Jule, sehr stark gespielt, viele Punkte geholt.